jemand von euch raten, was wohl dort drin ist? Ein Irrwicht ist da drin. Ja. Zum Glück gibt es einen einfachen Zauberspruch, um Irrwichte zu vertreiben. Und den wollen wir jetzt üben. Jetzt sprecht mir nach. Ridiculus. Ridiculus. Wie im Kindergarten. Sehr gut, so deutlich wie möglich. Hör zu. Ridiculus. Ridiculus. So viel zum einfachen Teil, denn das Ridiculus allein ist nur die Hälfte. Ridiculus. Ridiculus. Bitte ohne Zauberstäbe. Sehr gut, sprecht mir nach. Ridiculus. Ridiculus. Ein Irrwicht ist da drin. Ja, um einen Irrwicht loszuwerden, müsst ihr ihn lächerlich machen. Lächerlich machen. Zwingt ihn, seine Form so zu verändern, dass ihr über ihn lauthals lachen müsst. Ein Beispiel? Neville, kommst du bitte zu mir? Hallo? Neville, wovor hast du die meiste Furcht? Vor... Wie bitte? Vor... Wie bitte? Vor Professor Snape. Sollst du folgendes tun? Ridiculus! Wie im Kindergarten. Sehr gut, so deutlich wie möglich. Hör zu! Ridiculus! Ridiculus! So viel zum einfachen Teil, denn das Ridiculus allein ist nur die Hälfte. Ridiculus! Ridiculus! Bitte ohne Zauberstäbe. Sehr gut, sprecht mir nach. Ridiculus! Ridiculus! Ein Irrwicht ist da drin. Ja. Ridiculus! 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 Schön, entschuldigt den kleinen Zwischenfall. Das soll für heute genügen. Sammelt jetzt bitte noch eure Bücher ein. Die Stunde ist beendet. Dankeschön. Tut mir leid. Tut mir leid, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.